Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Bauer Call mit der beliebten Sendereihe Komplizierte Kreisläufe in der Politik für die ländliche Bevölkerung einfach erklärt. Habt ihr gestern zu der Sonne geguckt? Rot war die Sonne, rot. Und wenn die Sonne rot ist, dann gibt's Probleme. Es ist schon immer so mit Rot gewesen. Es war ja gestern so, dass hier der Bartsch und die Sarah Wagenknecht sich in ihrer eigenen Partei durchsetzen mussten. Warum? Das ist ganz logisch. Die Ossi-Mitglieder von der alten SED, die bei der PDS und der Linken drinnen sind, die verlassen uns langsam ins Himmelreich. Und im Westen, da kommen eigentlich nur die dazu, die eigentlich von der Sippe, von der SPD, frustriert sind. Und nun verlagern sich die Gewichte. Auf der linken Seite ist es nach wie vor so, dass die innere Hysterie der Linksorientierten dazu führt, dass sie sich nicht untereinander vereinigen können. Die können nicht miteinander. Stellt euch mal vor, wenn vor 100 Jahren Philipp Scheidemann und Friedrich Ebert mit Rosa, wie hieß sie? Ja, mit der Rosa Luxemburg und mit dem Karl Liebknecht zusammen geredet hätten. Was hätte aus Deutschland werden können? Was hätte verhindert werden können? Man ist also in der Politik nicht nur für das verantwortlich, was man tut, sondern auch für das verantwortlich, was man nicht tut. Stellt euch mal vor, in dieser Zeit würde sich der linke Flügel der Politik irgendwie zusammentun. Dann würde man von dem anderen hier, von dem Seedorfer oder wie der heißt, würde man gar nichts hören. Aber mir fragt ja keiner. Wisst ihr, was das größte Problem an der Politik ist? Hat viel zu oft nichts mit Politik zu tun, aber mit Macht. Hau rein und pisch nicht in, es sei denn, du brauchst es für die Pflegestufe. Tschüss. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.